Aline hat Angst um ihr Zuhause. Sie lebt in diesem Trailerpark in Tumwater bei Seattle an der US-Westküste. Seit ein Investor das Land unter ihrem Trailer vor 2 Jahren gekauft hat, müsse sie 30% mehr Miete für das Gelände bezahlen, sagt sie. Inzwischen etwa $800 pro Monat. I think it's abuse. Für mich ist das Missbrauch von älteren Menschen wie uns. Wir haben uns hier Häuser gekauft, damit wir hier für immer leben können. Das Problem von Aline und anderen hier: die Häuser gehören ihnen, aber die Grundstücke, auf denen die stehen, sind gemietet. Schätzungsweise etwa 6% aller Amerikaner leben in Mobile Home Parks und die haben Investoren für sich entdeckt. Wenn ich noch eine Mieterhöhung bekomme, bleiben mir weniger als $300 im Monat. Ich brauche Benzin, um zum Arzt zu kommen. Alltagsdinge wie Körperpflegeprodukte. Aline lebt von $1,100 Rente im Monat, sagt sie. Trailerparks oder Mobile Home Parks, wie sie auch genannt werden, sind gerade für Ärmere oft der einzige Weg, ein bezahlbares Zuhause zu kaufen. Nur mobil ist Aline nicht, denn ihr Trailer lässt sich nicht mehr einfach so durch die Gegend fahren. Zu alt, zu teuer das Versetzen. Trapped, do I feel like I'm trapped? Ob ich mich gefangen fühle? Ja. Uns ging es gut, bis diese Firma das Land gekauft hat. Wir wussten als Mieter nicht mal davon, bis der Verkauf abgeschlossen war. Kyle Taylor Lucas lebt nebenan, seit knapp 30 Jahren. Die Schicksale der anderen nehmen sie mit. Und deshalb packt sie an und organisiert zum Beispiel Lebensmittelspenden. Das geht so schnell weg. Denn Brot ist besonders beliebt. Das ist so wichtig und rettet manche. Damit sich niemand schämt, um kostenloses Essen zu bitten, wird es nicht verteilt, sondern einfach zum Abholen aufgebaut. Kyle will nicht nur für sich und ihre Nachbarschaft, sondern ganz grundsätzlich etwas ändern. Deshalb engagiert sie sich mit Aline und anderen in einer Art Nachbarschaftsrat. Sie treffen sich regelmäßig, um gemeinsam zu überlegen, was sie gegen die steigenden Mieten tun können. Heute hat Kyle die stellvertretende Bürgermeisterin Lehrter Dahlhoff eingeladen. Wir sind sehr dankbar. Ein Silberstreif am Horizont, während wir versucht haben, mit dieser Firma in Kontakt zu kommen, diesem Investor aus einem anderen Bundesstaat, der den Park übernommen und gekauft hat. Als die Investorenfirma das Land vor knapp 2 Jahren kaufte, wurden Kyle, Aline und die anderen nicht vorab informiert. Mittlerweile gibt es ein Gesetz, das solche heimlichen Verkäufe verhindert. Kyle will eine andere Gesetzesinitiative bei der Regierung des Bundesstaats einbringen, eine Art Mietpreisbremse. Lehrter Dahlhoff will das unterstützen. Wir arbeiten leider stückchenweise. Erst wenn der Gesetzgeber etwas vorschreibt, können wir unsere Vorschriften aktualisieren. So geht das hin und her. Wir müssen hier vor Ort unkompliziert helfen, denn die Mieten steigen und unsere Senioren sind nur einen Schritt davon entfernt, obdachlos zu werden. 2 Minuten Fahrzeit entfernt, ein anderer Trailerpark. Hier lebt Rose Best. Auch sie ist Rentnerin. In ihrer Freizeit malt sie gerne. Dafür hat sie im Moment allerdings weniger Zeit. Denn sie trägt jetzt Mitverantwortung für ein über 10 Millionen Dollar Projekt. Ihr, ihrem Mann Sean und allen Nachbarn drohte das gleiche Schicksal wie Aline. Aber bei ihnen greift das neue Gesetz schon. Sie wurden vorgewarnt, dass der Eigentümer das Land verkauft. Gemeinsam mit allen Anwohnerinnen und Anwohnern will sie den Investoren zuvorkommen und die Grundstücke erwerben. Für viel Geld. Ist es nicht irgendwie beängstigend, gemeinsam mehr als 10 Millionen Dollar zu investieren? Ich habe noch nichts unterschrieben. Naja, und wir sind ja nicht alleine verantwortlich, sondern die Kooperative. Diese Kooperative, eine Art Genossenschaft, gründen die Anwohner gerade, mithilfe von Victoria. Sie arbeitet für eine gemeinnützige Organisation und unterstützt bei der komplizierten Gründung und der Finanzierung. Denn hier sollen auch diejenigen mitkaufen können, die am Existenzminimum leben.
Jeder Haushalt zahlt 100 Dollar ein. Das reicht nicht aus, um den Gesamtfinanzierungsbedarf zu decken. Gebühren, die Kosten für den Anwalt und andere Ausgaben fließen auch mit in die dauerhafte Finanzierung ein. Rose und die anderen müssen die Miete für ihre Grundstücke nach dem Kauf an die Kooperative zahlen. Wie stark die Preise steigen, haben sie damit selbst in der Hand. Die Nachbarschaft war fast einstimmig für den Kauf. Im Mai soll es soweit sein. Ich bin aufgeregt und erleichtert. Das ist eine große Sorge, die wegfällt. Ich hatte das immer im Hinterkopf. Ich bin froh, dass wir jetzt Sicherheit haben, hier weiterhin leben zu können. Diese Sicherheit, sagt sie, wünsche sie auch Aline und Kyle im anderen Trailerpark. Ob die Chance bekommen, die Grundstücke zu kaufen, ist unklar. Dafür müsste der Investor verkaufen wollen. Für Aline könnte es dann zu spät sein. Sie fürchtet, zu ihren Söhnen ziehen zu müssen, abhängig zu werden von anderen, sollte die Grundstücksmiete weiter steigen.